Ohio und damit willkommen zurück zum Road to S in Splatoon Online. Heute haben wir sogar sowas wie eine VIP mit in der Runde, nämlich Julia Cast. Übrigens, falls ihr auch bei mir zur Community praktisch mit dazugehören wollt, hängt euch einfach das Sternchen FS hinten mit dran, weil ich werde oft gefragt, wie komme ich in deinen Clan mit rein? Ihr müsst da keine Anforderungen anfüllen, ihr müsst einfach nur sagen, oh, das FS sieht cool aus, hänge ich mir hinten dran. Dadurch müsst ihr simpel in der Mi-Nutzereinstellung eure Mi, denn der Name, der bei Splatoon sichtbar ist, ist simpel der Spitzname eures Mies. Müsst ihr nur eure Mi das FS hinten anhängen und schon seid ihr praktisch mit in meiner Lobby drin. Dich will ich jetzt killen. Ist da noch jemand drauf? Ich glaube nicht. Von dem her würde ich sagen, schnappen wir ihn uns einfach mal und stürmen weiter vor. Goodie. So, nein, 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 nein. Wo ist er, wo ist er? Er ist weg, oder? Hat Julia ihn erledigt? Falls ja, dann GG an dich, Julia. GG an dich. Allerdings will ich mit denen hier oben doch dann schon ganz schnell schnappen. Weil, hallo, der ist schon echt cool. Den muss man sich einfach mal einverleiben. Was? Wurde es gekillt? Kein Problem. Übernehme ich. Oh, 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 oh. Sniper ist nicht gut. Sniper ist gar nicht gut. Bitte seh mich nicht, du kleine Sniper. Und sie hat uns beide auf einmal gekillt. Ey, das ist ein Double KO. Geht sowas eigentlich, dass man mit der Sniper wirklich zwei auf einmal killen kann? Ich hätte gedacht, dann wirkt einer als Schutzschild und der andere ist dann einfach in, keine Ahnung, in Sicherheit. Aber anscheinend hat er gerade eben Achievement freigeschaltet, nämlich das Double Kill Achievement. GG an dich, mein Freund. GG an dich. Aber typisch Japaner, da erwartet man auch nichts anderes. So, weg mit dir. Weg mit dir. Und, da oben steht noch einer mit Inferno. Okay, machen wir so. Perfekt. Dann nützt er dir auch nicht mehr allzu viel, mein Lieber. Sorry, aber ich sag's dir nur so, wie es ist. Bis jetzt wirkt das Match eigentlich recht gut und ich habe gute Aussichten, das zu gewinnen und dass wir in diesem Part dann wirklich auf Rang A aufsteigen. Weil das hatten wir im letzten Part ja auch schon probiert gehabt und es hat dann irgendwie nicht ganz funktioniert. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich war der Zufall uns einfach nicht gut gesonnen. Und meinte so, nope. In diesem Match wirst du es nicht schaffen. Dafür ist es im nächsten Part. Im nächsten Part wird es dann umso spektakulärer. Bis jetzt sehe ich allerdings noch nicht ganz so viel von dem Spektakulären, von dem Epischen und so weiter und so fort. Allerdings kann das Ganze auch noch kommen. Man weiß ja nie. So, weg mit dir. Wollte sich dahin verstecken oder was? Nein. Vor mir versteckt sich hier niemand. Allerdings war das auch kein wirklich gutes Versteck, wo du dich da hinterfraktiert hattest. Beziehungsweise verfrachtet hattest. Nein. Habe ich schon mal gesagt, dass Tinditan und Blaster keine gute Kombi ist? Habe ich noch nicht? Dann sage ich das jetzt noch mal. Naja, wir sind ja noch nicht im schweren Bereich. Also der Gegner ist gerade mal auf dem Weg zu uns, aber wird wie immer leicht aufgehalten. Oh, Team, ich liebe euch schon jetzt. Wahrscheinlich liegt es alles an der Julia. Julia, Grüße gehen raus an dich. Danke, dass du mit dabei bist. Ich hoffe mal, du wirst jetzt auch auf meinem Kanal mal vorbeischauen. Weil ich meine, hallo. Du bist ja schließlich jetzt auch bei mir mit dabei. Und anscheinend kennst du mich sogar. Komm, das schaffen wir gemeinsam. Können wir gemeinsam aufleveln. Weil sie war schon Level 50, aber erst vom Rang A. Was nicht ganz so viel ist, dafür, dass sie schon so lange gezockt hatte. Hier hätte ich eindeutig den Bombenmarkt aktivieren sollen, allerdings kam der erst ein bisschen zu spät. Schade. Ich weiß auch nicht, ob die Insta-Bomben auf dem Turm so viel bewirken, wenn ich sie gegen den Pfahl schmeiße, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass es zumindest etwas mehr gebracht hätte, als wie ich es gerade eben gemacht habe. Alle weg, alle weg. Gut. Dann würde ich sagen, schnappe ich mir mal kurz den da oben. Der springt runter. Okay. Habe ich nichts dagegen. Wenn du dich verabschieden willst, dann kannst du dich gerne verabschieden. Ich werde dich nicht aufhalten. Ganz sicher nicht. Nein, 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 nein. Oh nein. Das ist so peinlich. Warum bin ich da runtergefallen? Ich hätte gedacht, ich schaff's nicht mal auf den Turm drauf. Hab das schon aufgegeben gehabt und hätte gedacht, ich fall eh schon runter. Aber dann habe ich mich an der Seite noch irgendwie gehalten. Ich hätte dann einfach noch seitlich hinspringen müssen, sodass ich mich wieder auf die Plattform rette. Aber nein, was macht der Herr Schlaule? Der Herr Schlaule ist natürlich wieder so schlau und geht dann ganz simpel zurück in den Abgrund. Und ich glaube, an solchen Stellen sollte ich mich etwas mehr auf das Spiel konzentrieren, als dass ich jetzt meine Sätze vervollständige. Komm, 37 Sekunden, 34, 32, 31. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir müssen die jetzt bloß nur noch ein letztes Mal killen und dann haben wir es. Dann haben wir es in der Tasche. Komm, 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 komm. Du willst mir doch nicht sagen, dass es jetzt wirklich daran scheitert? Das scheitert doch nie im Leben daran. Er hat den Tinditan, ich muss ihn jetzt runterschubsen.
Und runter, runter, runter mit dir. Nice! Beide gekillt, beide gekillt. Da springt jetzt niemand mehr drauf. Komm, einer von uns auf den Turm. Und wir haben ihn. Yes! Oh, grad so. Grad so noch geschafft. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, aber wir haben es gerissen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Schlüsselpunkt war, der es noch gerade so die richtige Richtung gebogen hatte. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es eine haarscharfe Angelegenheit war. Aber wir haben gewonnen. Ihr wisst, beziehungsweise ihr merkt gerade eben wahrscheinlich, dass es mich im Rangkampf schon etwas mehr emotional packt, wenn wir hier gewinnen. Weil ich es mir selbst nicht ganz zutraue, dass ich es wirklich auf Rang S schaffe. Aber für jeden Schritt, den ich in die richtige Richtung gehe, da freue ich mich immer wie ein kleines Baby. Na also, nur noch ein weiteres Match gewinnen und dann haben wir es auf Rang A geschafft, was ein weiterer guter Schritt ist. Bitte lass uns dieses Match auch gewinnen. Bitte lass uns dieses Match auch gewinnen. Und ganz genau jetzt werden wir es wieder reißen. Ganz besonders, da Julia wieder in unserem Team ist. Oh, ich mag dich, Julia. Keine Ahnung, aber sie ist irgendwie jetzt gerade eben wie eine Glücksbringerin für mich. Außerdem hat sie schon ein bisschen Skill und das erwarte ich auch bei einer Level 50erin. Ich meine, schaut sie euch an. Komm. Eiskalt, weggesplattet. Genauso wie ich es jetzt auch bei dir mache. So. Und das war ein gemeinsamer Kill. Gemeinsam können wir es also richtig gut vorbringen. Wow. Kommt da von oben wer? Ich glaube nicht, deswegen müsste ich mich eher auf diese Seite konzentrieren, dass mich da von der Seite hier niemand attackieren sollte. Gut hinter dem Farm versteckt, damit niemand von oben mich wirklich überraschen kann. Und wir preschen hier schon ganz schön gut vor, da kann ich nichts dagegen sagen. Könnte die Gegner weghalten? Das wäre Hammer. Kommt von da oben niemand? Da von oben kommt echt niemand. Oh, wow, wow, wow. Ich darf mich nicht von der Sniper erwischen lassen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ist das Fügung? Ey, dass es jetzt wirklich so einfach geht, hätte ich echt nicht gedacht gehabt. Ich habe damit null gerechnet. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir den Rang A in diesem Match schon mal sicher. Ich finde es natürlich sehr schade, dass ich jetzt von Julia Abschied nehmen muss. Aber hey, den Rang A nehme ich gerne an. Oh, schade drum, dass ich die Lobby... Okay, ich nehme es zurück. Für dieses Match gab es leider nur 8 Punkte. Ich hätte gedacht, es wären 10 oder 12, aber warum 8? Naja. Jetzt aber wirklich, und ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass mir ein gewisser jemand vielleicht das, keine Ahnung, Splatoon-Bewertungssystem oder der Miezrichter einfach nicht den Rang A gewähren will und ich jetzt im letzten Match wahrscheinlich wieder verlieren werde, damit ich den Rang A nicht erreichen werde, weil nur noch 2 Punkte fehlen. Das wäre einfach sowas von bitter, aber es wäre einfach nur typisch für mich gewesen. Aber komm, Freunde, wir können da noch ordentlich entgegenwirken. Also würde ich sagen, hauen wir das Beste raus und wir schaffen das schon. Wenn man natürlich so voreilig ist und einfach auf den Turm drauf geht, obwohl da oben ein Haffwurm ist, dann ist das auch nicht mehr so, ja, im Bereich des Realistischen. Erst recht, da Julia wieder im anderen Team ist. Och Mann, ich wollte so gerne den Rang A in diesem Match noch haben, beziehungsweise in diesem Part. Aber dieses Match war auch so halbwegs richtig zumindest. Wow, ich hätte noch einen einzigen Schuss gebraucht und dann wäre er weg gewesen. Warum habe ich nicht weitergeschossen gehabt? Es ist bei mir immer so. Immer, wenn ich denke, ich hätte ihn gehabt. Da fehlt immer noch ein Schuss und ich bin zu früh in die Titte wieder zurückgegangen. Das ist so ein Fail von mir. Das heißt, merkt euch, liebe Freunde, wenn ihr einen Gegner im Visier habt, schießt, bis ihr keine Tinte mehr habt. Und geht nicht wieder zurück in die Tinte. In eure eigene zumindest nicht. Weil ansonsten könnt ihr ihn einfach so wieder verschwinden lassen, sich regenerieren und ihr habt dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und ihr denkt euch so, danke für den Punkteabzug. Aber wir können ihm immer noch gut entgegenwirken. Ich hoffe, dass ich jetzt noch halbwegs schaffe, das Match rumzureißen. Aber bis jetzt sieht es ja noch nicht allzu bewegend aus. Weder für uns, noch für die gegnerische Seite. Julia ist schon echt ein ziemlich harter Brocken. Warum? Sie hat zwar einen Schwapper. Ja gut, Schwapper sind schon gut geeignet für den Modus Turmkommando. Aber trotzdem, übertreiben muss man ja auch nicht, oder? Nein, nicht so wirklich. So, weg mit dir. Und, komm, Freunde, einer von euch geht auf den Turm drauf, einer von uns. Ganz genau. Sowas ist jetzt aber nicht geplant, ne? Also, du hättest da schon länger drauf bleiben können. Musst dich nicht dann direkt in Luft auflösen. Ich meine, der Turm geht zwar auch zur Mitte zurück, alleine, ohne dass du draufstehst. Aber wenn du draufstehen würdest, wäre schon ein bisschen besser. Erst recht, da ich gerade eben wieder erledigt wurde. Mamma mia, bitte, 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 Pizza. Gib mir Pizza und die Punkte. Ich will nur noch 2. 2 genügen mir. Ich brauche nur noch 2.
Das ist so fies. Ich brauche nur noch zwei. Nur noch zwei. Nein, no. Nur noch zwei, bitte. Ich habe das Gefühl, das wird echt nichts mehr mit dem Rangaufstieg, aber ich bin auch teilweise echt selbst schuld, weil schaut euch das an. Es geht doch nicht. Okay, 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 okay. Nein. Ich hab sie bekommen. Hm? Leider aber war die Punktetabelle schon auf null hinabgerutscht. Mal schauen, Hattenwind DC wäre ganz cool, weil nach dem aktuellen Patch, beziehungsweise dem Update 2.6, kriegt man da nur noch einen einzigen Punkt abgezogen. Aber nein, wir haben keinen DC, wir haben keine Ausrede, warum wir verloren haben. Und kriegen minus 12. Was bedeutet, dass wir uns noch zwei weitere Matches gönnen müssen. Sofern Juli allerdings in unser Team reinkommt und wir die zwei Matches schnell gewinnen, könnten wir es vielleicht in diesem Part sogar noch wirklich auf den Rang A schaffen. Ich will den jetzt endlich mal haben. Das ist fies. Ihr zeigt mir dem immer, ihr wählt mit dem vor meiner Nase rum. Und dann kriege ich den letztendlich doch nicht mehr. Mhm. So, nachdem wir das Ladekabel nur nach den vielen Hinweisen, dass unser Gamepad fast alle ist, endlich eingesteckt haben, haben wir wieder die genügende Power erhalten, um weiter aufzuräumen. Allerdings müssen wir gegen LP Monsti und Muhammad antreten, was nicht wirklich das Beste bedeuten würde. Und kann es gerade sein, dass wir wieder drei Sniper mit in der Lobby haben? Da sagt doch mal jemand, das Update hätte eine ausgewogene Teambalancing erschaffen, bei dem man natürlich immer unterschiedliche Waffen mit drin hat und nicht nur dieselben. Nein, 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 natürlich. Das sagt man natürlich die ganze Zeit, wobei. Scheint hier echt ziemlich viele Sniper zu geben. Von dem her ist es eigentlich nur realistisch, dass bei jedem von uns drei beziehungsweise bei Gegner zwei Sniper mit dabei sind. Ich sag nichts gegen das Matchmaking, das kann natürlich da auch nichts machen, wenn nur Sniper Mitte der Lobby sind, weil es balanced praktisch nur die beiden Teams, die gegeneinander antreten und nicht das gesamte Rangkampfmodul, weil wahrscheinlich aktuell zu wenige insgesamt zocken, als dass man die Sniper gut aufteilen könnte. Naja, wir führen, ist schon mal ganz gut. Aber warum nimmt hier wirklich jeder eine Sniper? Ich meine, ich find's ganz gut, die kann ich ohne Probleme abräumen, aber wenn jetzt wirklich ein Skiller dabei ist, dann hoffe ich mal bei uns, weil ansonsten, ich kann ihn nicht allzu leicht von den Noobs unterscheiden. Das ist das Problem. Würde ich gerne machen, aber kann ich nicht. No, und da ist der Einzige, der auch noch eine andere Waffe hat als ein Sniper auf dem Turm. Und zufälligerweise konnte er mich gerade eben abräumen. Aber warte, mein Freund, ich komme mit meinen Insta-Bomben und dann wirst du keine frohe Mahlzeit mehr haben. Erst recht nicht, wenn du runterspringst. Turm kehrt zurück, Turm kehrt zurück, Turm kehrt zurück, Turm kehrt zurück, Turm kehrt zurück. Na also, als ob er also auf meine Befehle hören würde. Ich weiß, das Commentary ist gerade eben nicht ganz so auf dem höchsten Niveau, wie ihr es normalerweise von mir kennt. Wobei, eigentlich ist es ganz normal. Aber trotzdem, könnte es aktuell etwas besser laufen im Match und auch vom Kommentieren her. Wenn die mich von allen Seiten her anvisieren, da kann ich auch nichts machen. Wenn da so oben so drei Sniper stehen oder was weiß ich, da könnte mein Team ruhig auch mal die Sniper auspacken und sie wegballern. Hätte ich nichts dagegen und würde mir wirklich enorm helfen, gerade in so einer Lage. Aber gut, muss man eben mitleben. Oh, oh, oh. So, weg mit dir. Und jetzt. Sniper-Spaß. Sniper-Spaß. So, weg mit dir. Und es ist noch eine weitere Sniper da. Irgendjemand von uns könnte gerne auf den Turm drauf gehen. Ich weiß, ihr habt zwar eine Sniper, aber der Turm wartet nicht auf jeden, ne? Der wartet nicht lange. Wenn ihr nicht drauf geht, geht's eben der Gegner. Und der Gegner hat genauso viele Sniper in der Lobby wie wir. Von dem her macht es keinen großen Unterschied, ob ihr jetzt da drauf geht oder. Ja, ich mag keine Sniper. Komm bitte. Es ist so, als ob man immer wieder gegen eine Wand rennt. Wisst ihr, ihr rennt gegen eine Wand und prallt einfach wieder ab. So als ob's, keine Ahnung, als ob's für euch so vorbestimmt gewesen wäre. Das ist einfach nur uncool. Ich muss jetzt einfach probieren, irgendwie die Sniper zu killen. Ich meine, der Turm kehrt immer wieder zur Mitte automatisch zurück. Den kann ich auch gerne machen lassen. Und währenddessen muss ich mir sämtliche anderen Gegner schnappen. Natürlich habe ich jetzt auch wirklich nur die Noob-Sniper mit dem Team. Ist klar, ansonsten wäre es natürlich ein Weltwunder gewesen. Aber trotzdem, es geht doch nicht. Mal ehrlich. So. 1 Minute 29 werden wir schaffen.
Ich weiß ja nicht. Aber solche Matches finde ich halbwegs auch schon ganz witzig. Ich meine, Sniper gegen Sniper. Dass jetzt allerdings die Schlechteren in meinem Team sind, finde ich nicht ganz so cool, aber... muss ja nichts heißen. Wie hat er mich da bitte schon hinter der Wand noch erwischt gehabt? Konnte der bitte schon durch die Hand anschießen, Alter? Das ist jetzt ein bisschen unfair, ne? Würde ich mal so behaupten. So ganz ins Blaue hinaus. So, 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 so. Nein! Sag mir, wir haben DC. Bitte sag mir, wir haben DC. Wir haben bitte DC. Weil ich will nicht so viele Punkte wieder abgezogen bekommen. Schaut euch das mal an. Was haben die für KDs? Wir haben DC. Yes. Yes. Wir haben DC. Minus 1. Bingo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Freunde, da würde ich sagen, sorry, dass das Match jetzt wieder etwas länger gezogen war. Wir haben es immer noch nicht geschafft, auf Rang A aufzusteigen. Aber das werden wir sicher im nächsten Part machen. Bis dahin und haut rein. Es tut mir leid, dass es sich so lange zieht, aber hey, irgendwo muss man auch mal hängen bleiben. Wir sehen uns.